Herzlich willkommen zurück hier ins Horsch Live Studio zum dritten Tag von Horsch Live. Wir betreiben ein Online-Format für Vorträge, für Fachdiskussionen, das wir mit euch teilen wollen. Mein Name ist Michael Braun, ich darf heute wieder durchs Programm führen und freue mich auf sehr, sehr spannende Beiträge und vor allem spannende Fragen von euch. Deswegen wichtig, nutzt die Chatfunktion, um mit uns zu interagieren, um eure Fragen, eure Punkte uns nochmal einfach darzustellen und wir werden diese dann auch im Anschluss auf der Bühne bearbeiten. Ja, der heutige Tag startet mit einem Beitrag zum Thema Wirtschaftlichkeit, weil in dem Wort Landwirtschaft steckt natürlich die Wirtschaft drin. Das heißt, wir wollen uns neben ackerbaulichen Chancen auch die betriebswirtschaftlichen Chancen und Herausforderungen anschauen. Ja, unser erster Vortrag ist unter dem Namen oder unter dem Titel aufgenommen worden, dass wir natürlich sehen, dass unterschiedliche Unternehmen spezifische Situationen außenrum haben, spezifische Kostenstrukturen haben und sich daraus natürlich auch spezifische Herausforderungen ableiten lassen. Wir haben uns dazu Herrn Kurt Brinkmann eingeladen hier ins Studio. Herzlich willkommen an der Stelle. Hallo. Herr Brinkmann ist Gesellschafter und Geschäftsführer bei der LBB, eine Beratungsgesellschaft in Göttingen, wo es darum geht, Betriebe betriebswirtschaftlich zu begleiten und in vielen Fragestellungen zu unterstützen. Und der Herr Brinkmann hat uns im Prinzip einen Streifzug einmal durch Deutschland und ausgewählte EU-Standorte mitgebracht, um einfach mal darzustellen, was sind denn aus Kostensicht und aus Wirtschaftlichkeitssicht die einzelnen Herausforderungen. Herr Brinkmann, die Bühne gehört Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Braun, für die einleitenden Worte. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum heutigen Auftaktvortrag. Er wird sehr zahlenlastig sein, ich warne Sie schon mal vor. Ich versuche aber trotzdem möglichst prägnant und auf den Punkt, vielleicht auch pointiert, die Vorträge oder die Folien rüberzubringen. Thema ist Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Ackerbaubetriebe und ich werde im Folgenden die verschiedenen Arbeitskreise der von uns beratenden Betriebe darlegen, was die für Besonderheiten haben in Deutschland, aber auch in Tschechien, in Rumänien und in den baltischen Staaten. Erlauben Sie mir zunächst vorab ein paar Worte zu meiner Person, damit Sie mich letztlich besser einordnen können. Es wurde schon gesagt, mein Name ist Kurt Brinkmann, 81er Baujahr, glücklich verheiratet, zwei tolle Jungs. Und ich komme selber von einem kleineren landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Hildesheim, habe nach dem Abitur auch eine landwirtschaftliche Lehre gemacht, also wirklich von der Pike auf die Landwirtschaft kennengelernt, habe dann in Göttingen studiert und in Newcastle und bin dann seit nunmehr, 14 Jahre, selbstständiger Berater bei der LBB in Göttingen. Die LBB, was ist das eigentlich? Das ist ein privates Beratungsbüro. Wir sind insgesamt 12 Kollegen. Und der Fokus unserer Beratung ist immer die Verbesserung der Rentabilität, Stabilität und letztlich der Liquidität der Betriebe. Und Klassiker ist dabei immer die Jahresabschlussanalyse. Das ist letzten Endes auch die Basis dieser ganzen Benchmarkzahlen, die ich Ihnen in den nächsten Folien dann zeigen werde. Was wir auch machen oftmals sind Investitions- und Finanzierungsplanung, sei es nun Gesamtbetriebskäufe, sei es größere Neubauten, große Kartoffellagerhalle oder einen Steilbau oder. Was aber auch die Wahrheit trifft, ist, dass wir seit bestimmt den letzten 2-3 Jahren vermehrt auch Controlling und Sanierungsberatung machen, Restrukturierung, weil sich der eine oder andere Betrieb auch hinsichtlich der Kapitaldienstfähigkeit übernommen hat. Schwerpunkt sind bei uns Ackerbaubetriebe. Wir haben aber auch ein paar Milchviehbetriebe in der Beratung, da haben wir sogar einen eigenen Arbeitskreis. Wir beraten unsere Mandanten im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien, sei es nun PV, gerade PV-Freiflächen ist momentan hochaktuell, Biogasanlagen oder auch Windkraftanlagen. Und wir haben auch den einen oder anderen Schweinehalter oder Geflügelmesser dabei. Besonderheit unserer Beratung, wir haben überall regionale Arbeitskreise zu aktuellen Themen und wir versuchen halt auch den Austausch der Mandanten untereinander zu fördern. Ich sage immer, man muss nicht nur aus den eigenen Fehlern lernen, man kann auch manchmal aus den Fehlern anderer lernen und muss nicht alles selber machen. Ja, regelmäßiger Austausch, auch wir müssen uns natürlich intern fortbilden, das machen wir einmal im Monat und wir tauschen uns auch mit anderen Beratungsbüros aus. Insofern sind wir da, glaube ich, immer auf dem aktuellen Stand. Und wo wir mal nicht weiter wissen, wir sehen es immer dann auch als Teamaufgabe an, da holen wir uns Unterstützung von Spezialberatern, sei es nun Pflanzenbauer, sei es die steuerberatenden Büros oder auch Rechtsanwälte. Kurzum, um es auf den Punkt zu bringen, das ist das Entscheidende, die LBB ist unabhängig und ausschließlich dem Wohle der Mandanten gegenüber verpflichtet.
Ja, was darüber hinaus mir zumindest als Berater immer wieder zugute kommt, ich würde mal behaupten, ich habe einen sehr engen Bezug zur Praxis. Ich bin selber unternehmerisch in vielfältigster Weise tätig und komme jetzt aus Zeitgründen, aber auch, ich will das gar nicht zu sehr ausrollen, zu dem eigentlichen Vortrag. Aktuelle Herausforderung, mit der Folie möchte ich gerne einmal anfangen. Wir haben eine Vielzahl von Herausforderungen, wir, sage ich jetzt bewusst als Landwirte, dazu ziehe ich mich selber halt auch als Praktiker. Und jetzt will ich mal so einen kleinen Blumenstrauß darstellen, wo ich Herausforderungen aktuell sehe. Corona ist natürlich aktuell ja, in aller Munde. Sei es, dass man direkt als Betrieb betroffen ist, weil manche Mitarbeiter ausgefallen sind. Sei es, weil die Preise sich völlig verworfen haben, Stichwort Ferkel oder Schweinemast oder auch Kartoffelbauern. Sei es, weil die Zulieferung hapert und man extrem lange auf Ersatzteile warten muss oder. Ist ein aktuell riesiges Problem und letztlich auch der Grund, warum es für mich zum Beispiel hier auch eine Premiere ist, auf nicht in einer Präsenzveranstaltung zu referieren, sondern dass ich jetzt ein YouTube-Star werde. Strukturwandel, nächste große Herausforderung im Allgemeinen. Betriebe werden immer weniger in Deutschland, Haupterwerbsbetriebe, das werden wir auch nicht aufhalten können, auch nicht mit unserer Beratung. Das ist eine große Herausforderung, dass jeder Betrieb oder die Mehrheit der Betriebe irgendwo noch einen Weg findet. Düngeverordnung, Stichwort rote Gebiete. Der eine ist betroffen, der andere nicht. Die Festlegung der roten Gebiete ist nicht immer logisch gewesen, auch aus meiner Sicht nicht immer logisch. Manche haben erfolgreich dagegen klagen können. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Pflanzenschutzmittelzulassung. Wir werden immer weniger Pflanzenschutzmittel zur Verfügung haben. Die neue Ampelkoalition, angeführt im Agrarbereich von höchstwahrscheinlich Cem Özdemir, wird, glaube ich, das auch nicht anders machen. Der Trend ist da klar. Die EU-Agrarförderung, auch das ist jetzt einer Woche jetzt verbindlich besprochen. Wir können davon ausgehen, dass wir ab 2023 ungefähr 100 Euro weniger Betriebsprämie bekommen und dass gleichzeitig die Auflagen, ich nenne es mal weiterhin fürs Greening, dass die umfangreicher werden. Wir werden Restriktionen bei der Fruchtfolge bekommen. Höchstwahrscheinlich wird ein ständiger Fruchtwechsel vorgeschrieben sein, also Stoppelweizen wird dann auch nicht mehr möglich sein. Das wird eine Herausforderung bei dem einen oder anderen Betrieb sein. Mitarbeiter, in jedem zweiten Gespräch auf dem Betrieb, mindestens in jedem zweiten, ist das Thema Mitarbeiter auch immer wieder, wird auch immer wieder besprochen. Es ist schwierig, einfache Mitarbeiter zu finden als Traktoristen und noch schwieriger ist es, Betriebsleiter oder Herdsmans oder ähnliches, also aus der Führungsebene zu bekommen. Arbeitserledigungskosten, Dreh- und Angelpunkt auf der Kostenseite. Dort können Sie als Unternehmer selber reagieren oder müssen reagieren. Wie das möglich ist, werde ich im Folgenden gleich schildern. Verpächter, Pachtpreise. Bei uns ist es so, die Betriebe, die wir beraten, haben in etwa 2/3 weiterhin Pachtflächen und nur 1/3 ist Eigentum, nur in Anführungsstrichen. Flächenkauf, fast schon ein Zwang. Und das ist dann immer wieder der Spagat zwischen der eigenen Kapitaldienstfähigkeit vom Betrieb, die Ertragsentwicklung der einzelnen Kulturen und letztlich die Umsatzsteigerung. Weil wir haben eben viel über Kosten gesprochen und irgendwie müssen die auch bezahlt werden. Und wenn es nicht zur Lasten der Marge gehen soll, muss es halt über steigende Umsätze auf der Fläche erreicht werden. Im Folgenden, die Zeit ist begrenzt, werde ich 3 wesentliche Herausforderungen näher thematisieren. Und das sind die folgenden: die Umsatzsteigerung, der Strukturwandel und die Arbeitserledigungskosten. Ich hatte eingangs bereits gesagt, ich bringe verschiedene Zahlen mit. Wichtig vorab, es sind sehr, sehr viele Zahlen, auch kleine gedruckte Zahlen. Sie brauchen jetzt nicht jede einzelne Zahl nachvollziehen. Im Nachgang finden Sie unten irgendwo einen Link. Da können Sie dann auch auf YouTube die ganzen Folien in Ruhe nochmal sichten, können sich dann die für Sie passenden Zahlen explizit raussuchen. Ich möchte jetzt erstmal wirklich nur einen groben Überblick geben und fange damit an, dass wir halt verschiedene Arbeitskreise haben. Der Arbeitskreis 1, das sind Betriebe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sehr straff organisierte, rationalisierte, große Betriebe mit um die 2000 Hektar, aber eher in trockenen Gebieten und dementsprechend bei den Erträgen irgendwo auch begrenzt. Der Arbeitskreis 2, das sind Betriebe in Sachsen-Anhalt, vor allem in der Altmark und in Brandenburg, tendenziell schwächere Standorte und von der Größenordnung ungefähr 1200 Hektar. Der Arbeitskreis 4, das sind Betriebe in Westdeutschland, sind oftmals Kooperationsbetriebe, haben irgendwo Größenordnung 600 Hektar in der Bewirtschaftung. Und dann haben wir noch die 3 Arbeitskreise in den osteuropäischen Bundesländern, in Tschechien, in Rumänien und in den baltischen Staaten. Die einzelnen Eckdaten sehen Sie hier auch dargestellt. Die Gesamtstichprobe umfasst mehr als 100 Betriebe, die wir jedes Jahr aufs Neue auswerten. Und insofern, denke ich, machen wir da ganz gute, belastbare Zahlen.
Ja, kommen wir zum ersten Punkt, die Umsatzsteigerung. Folgende Kernaussage, eine erste in meinem Vortrag: Ertrag schlägt Kosten. Das bitte merken. Was will ich damit sagen? Was man auf der Ertragsseite nicht erreicht, kann man auf der Kostenseite nicht einsparen. Und das möchte ich Ihnen einmal hier im Folgenden darstellen. Das sind die Ergebnisse aus dem Arbeitskreis 4, also die westdeutschen Betriebe. Und da sehen wir eine Spanne zwischen den plus 25 Betrieben und den minus 25 Betrieben von 427 Euro pro Hektar Umsatzunterschied auf der Leistungsseite. Und davon kann gerettet werden, sage ich jetzt mal salopp, als Unterschied beim Unternehmergebnis unter Vollkosten 367 Euro. Das heißt, im Wesentlichen kommt es von der Ertragsseite. Die Kostenseite spielt auch eine wichtige Rolle. Aber wir sehen zum Beispiel, dass bei den Direktkosten keine großen Unterschiede sind zwischen den Betrieben. Bei der Arbeitstätigkeit hingegen schon. Da haben wir irgendwo roundabout 150 Euro Differenz, macht 40% in Relation vom Unternehmergebnis aus Unterschied. Und die Flächenkosten. Die beiden sind natürlich auf der Kostenseite zu nennen, aber Direktkosten, Lagerungskosten, sonstige Kosten, Gemeinkosten im Büro, da haben wir gar keine großen Unterschiede. Insofern schauen wir uns mal an die Leistungsseite. Wir sehen hier dargestellt die Relation zwischen den Bodenpunkten und der Grundrente. Die Grundrente ist das, was nach Abzug aller Kosten auf der Fläche, auf dem Hektar übrig bleibt. Und allgemeinhin glaubt man ja, dass auf guten Standorten man hohe Grundrenten erzielen kann. Und das können wir eigentlich widerlegen. Wir haben lediglich im Jahr 2016/17 hier eine ganz enge Korrelation zwischen den Bodenpunkten und der Grundrente. In all den anderen Jahren haben wir gar keinen so linearen Zusammenhang. Das heißt, im Umkehrschluss, es gibt immer wieder Ausreicher oder, um es mal brachial zu sagen, wir haben auch schlechte Betriebsleiter auf Bördestandorten mit meinetwegen 100 Bodenpunkten, die nur, oder hier sind es jetzt 80 Bodenpunkte, ganz unten rechts der blaue Punkt, die nur 150 Euro Grundrente erzielen. Das heißt, ein guter Standort ist natürlich vorteilhaft, aber er hat einen geringeren Einfluss auf die tatsächliche Grundrente, als wir allgemein denken. Entscheidend ist der Unternehmer und letztlich auch die Umwelteinflüsse, sprich Niederschläge, Temperatur etc. pp. Wenn wir uns jetzt einmal die einzelnen Arbeitskreise anschauen, dann sehen wir im AK1, AK2, also in den neuen Bundesländern, liegen wir um die 1400 Euro. Und ich sage nochmal bewusst, das sind jetzt das sind die Zahlen aus dem Wirtschaftsjahr 1920. Jetzt wird der eine oder andere zu Recht sagen: Oh Gott, die Zahlen sind ja richtig alt, 2 Jahre her. Ist leider so, wir haben noch nichts Aktuelleres, weil die Buchstellen, normalerweise sind wir jetzt mittendrin, wir haben ungefähr die Hälfte der Betriebe ausgewertet für das Wirtschaftsjahr 2021. Aber viele Buchstellen haben momentan, sind völlig überlastet und haben sehr viel zu tun mit Corona-Anträgen etc. pp., sodass wir leider noch nicht ausreichend Unterlagen haben vom Jahr 2021. Und weil wir ja immer die Basis, den Jahresabschluss nehmen, können wir also auch noch gar nicht die Ernte 21 im Fokus haben. Bei Planung ist das natürlich was anderes, aber jetzt hier in der Rückwärtsbetrachtung haben wir 1920 die aktuellsten Zahlen. Ja, in Osteuropa sind die Umsätze deutlich geringer. Sie liegen in Tschechien bei 1300 Euro, Rumänien sehr trocken in dem Jahr nur 1100 Euro und in den baltischen Staaten auch ungefähr 1300 Euro. Die Ertragsentwicklung einmal hier dargestellt, der einzelnen oder der wesentlichen Früchte. Ich habe hier mal dargestellt Weizen, Raps und Zuckerrüben. Und wir sehen hier eine relative Darstellung, also prozentual. Die Basis ist 2023, das ist 100%. Und dann sehen wir dargestellt die Entwicklung der Naturalerträge über alle Betriebe, die wir beraten. Und da wird eins ganz deutlich: blau dargestellt, die Zuckerrübe, da haben wir einen richtig guten, jährlich steigenden Ertrag. Beim Silomais oder Körnermais wäre es ähnlich. Ich habe leider vergessen, den Silomais noch mit anzuklicken. Was wir aber auch sehen, ist, dass beim Raps überhaupt kein Ertragszuwachs war, sondern gerade im letzten Jahr der grüne Balken deutlich sinkende Erträge und auch beim Weizen nur moderate Zustiege. Woran liegt das? Aus meiner Sicht relativ eindeutig an der Züchtung. Die Züchtung verdient ihr Geld bei den Kulturen, wo man auf Z-Saat gut angewiesen ist, sprich Silomais, Körnermais und Zuckerrüben. Und dort wird investiert, weil sie da sicher ihr Geld zurückbekommen. Bei Liniensorten oder Linienzüchtung ist es relativ schwierig. Nicht jeder Landwirt zahlt ordnungsgemäß die Nachbaugebühr und deswegen wird da nicht so ein Schwerpunkt aufgesetzt. So, wie kann ich nun den Umsatz auf meinen Standort steigern? Das ist ja die zentrale Frage. Indem Sie individuell für Ihren Standort die optimale Fruchtfolge etablieren. Das ist, jetzt ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt pauschal über Gesamtdeutschland plus Osteuropa sprechen soll. Aber tendenziell heißt das aus meiner Sicht weitere Fruchtfolgen als bisher. Diese ganz engen Weizen-Weizen-Rapsfruchtfolgen,
gerade an den Küstenstandorten, die sind vorbei. Die Fruchtfolgen werden deutlich aufgelockerter. Man geht wieder so zu den alten Tugenden zurück, heilen Blattfruchtwechsel, tendenziell auch Sommerung, Stichwort Verungrasung etc. Wer also die Möglichkeit hat, Silomais oder Zuckerrüben anzubauen, ist damit sehr, sehr gut beraten. Auch hinsichtlich der Düngeverordnung der neuen bringt das irrsinnige Vorteile mit sich. Nicht jeder hat die Möglichkeit, Silomais anzubauen, weil es keinen Abnehmer dafür gibt und auch eine Zuckerfabrik ist nicht bei jedem in der Nachbarschaft vorhanden. Dann sollte oder könnte man sich auch Gedanken darüber machen, Leguminosen anzubauen, aber nur wo es hinpasst. Rein wirtschaftlich betrachtet ist eine Leguminose, Erbse oder Bohnen in erster Linie sehr, sehr kritisch zu sehen. Meistens sind die Nachteile doch erheblich aus finanzieller Sicht. Ackerbaulich natürlich vorzüglich. Zweiter Punkt, in Hochpreisphasen intensiver wirtschaften. Das heißt, tendenziell mehr Pflanzenschutzmittel einsetzen. Möchte die Politik vielleicht nicht hören, aber Ziel muss sein, und das ist das gleiche Thema bei der Bodenbearbeitung, nicht dogmatisch daran gehen, sondern wo es passt, vielleicht auch mal wieder pflügen. Am Ende ist es entscheidend, ich muss einen wirklich hohen Ertrag auf der Fläche erzielen. Es zählt jede Tonne. Drittens, als Betriebsleiter, ganz salopp gesagt, wieder mehr auf dem Acker sein. Hier wird das Geld verdient. Gehen Sie raus, bonitieren Sie die Flächen, treffen Sie da die Entscheidung, nicht im Büro. Im Büro wird das Geld nur ausgegeben, auf dem Acker wird es verdient. Ja, und letzter Punkt, Vermarktung. Einfach nicht dramatisieren. In den letzten drei Börsentagen sind ja die Preise für Weizen um 30 Euro pro Tonne gefallen, so fast 10%. Wer jetzt im Vorfeld absolut gezockt hat, ja, der wird jetzt unruhige Nächte gehabt haben. Wer aber vorher schon immer peu à peu was verkauft hat, der kann auch das jetzt entspannter zumindest sehen und abwarten, wie der Preis sich weiterentwickelt. Ich sage immer, theoretisch haben die 2 Jahre Zeit, ihre Ernte zu verkaufen. 1 Jahr vor der Ernte und 1 Jahr nach der Ernte. Also nutzen Sie diese Zeitspanne und immer schön scheibchenweise peu à peu verkaufen. Wir wissen alle nicht, wo wirklich die Preise hingehen. Ja, zweites Thema, die Arbeitserledigungskosten, mein Steckenpferd. Zweite Kernaussage. Zweitens, ja, Kostenführerschaft muss das oberste Ziel bleiben. Eine alte Phrase, aber da ist wirklich was dran. Warum ist das so? Weil in der Regel 90% der Ackerbaubetriebe, zumindest die, die wir beraten, Standardfrüchte anbauen. Klassisch Weizen, Raps etc. Druschfrüchte. So, und es spielt überhaupt keine Rolle, ob der Weizen nun in Australien wächst, in der Ukraine, in Deutschland, in Amerika. Am Ende wird auf dem Weltmarkt durch Angebot und Nachfrage werden die Preise bestimmt. Und deswegen muss die Konsequenz daraus sein, dass ich versuche, möglichst kostengünstig und effizient zu wirtschaften. Und das heißt aus meiner Sicht Spezialisierung auf diesen Ackerbau, sei es durch ja, Flächen oder Größenwachstum über neue Flächen, die man hoffentlich preiswert pachten kann, sei es über Kooperationen, sei es über Dienstleistungen oder aber auch als Tierhaltungsbetrieb, vielleicht schaut der eine oder andere Tierhalter ja auch zu, wenn sie wirklich gut sind in der Tierproduktion, dann kann es für Sie die Empfehlung sein, Fokus auf die Tiere und den Ackerbau auslagern, Kapital freisetzen und wirklich Gas geben in der Tierhaltung. Insofern die wichtigste Grundregel für Sie als Unternehmer muss sein, die Erkenntnis über die eigenen Stückkosten. Alles, was ich heute zeige, sind ja erstmal nur Durchschnittswerte. Das muss ja nicht bei Ihnen so sein. Insofern rechnen Sie selber mal nach und zwar unter sogenannten Vollkosten. Das heißt, auch die eigene Arbeitskraft muss einen Wert haben. Die Eigentumsflächen müssen einen Wert haben und auch das gebundene Kapital muss bewertet werden. Wir sprechen in dem Zusammenhang immer vom Lohnansatz, vom Pachtansatz und vom Zinsansatz. Und das Ganze bitte möglichst sauber getrennt zwischen den einzelnen Betriebszweigen oder aber zwischen den einzelnen Kulturen im Ackerbau, wenn ich jetzt mal auf die einzelne Frucht runterbreche. Damit man deutlich sehen kann, wie vorzüglich ist jetzt die eine Kultur oder der eine Betriebszweig im Verhältnis zu dem anderen. Gibt es da Quersubventionierung, ja oder nein? Wir wollen sauber betrachten, wie unter fremden Dritten, die einzelnen Betriebszweige. Ja, schauen wir uns mal die Arbeitslebenskosten an in unseren Arbeitskreisen. Das ist ja, denke ich mir, das wird ja die meisten Zuhörer drinnen interessieren. Wo liegen die da? Fangen wir mal an mit dem ersten Segment innerhalb der Arbeitslebenskosten, nämlich die Lohnkosten. Die liegen in den deutschen Arbeitskreisen AK 1, 2 und 4 in etwa um die 200 bis 220 Euro, Tendenz überall steigend. In Tschechien deutlich günstiger, liegen wir bei 150 Euro, in Rumänien noch günstiger, nur 120 Euro und in baltischen Staaten ungefähr 160 Euro pro Hektar. Der nächste Bereich ist dann das Saldo aus Lohnarbeit. Je nachdem, wie der Betrieb nun mechanisiert ist, da gibt es ja jetzt mal ganz krass dargestellt 2, 3 Möglichkeiten. Entweder ich habe nur neue Maschinen, dann habe ich eine hohe AFA und hoffentlich keine oder nur geringe Reparaturkosten.
versus ich habe ganz, ganz alte Maschinen, dann habe ich keine AFA mehr, aber tendenziell höhere Reparaturkosten. Oder ich habe meinen Betrieb komplett fremd bewirtschaften lassen, dann habe ich 100% Kosten für Lohnarbeit, aber überhaupt keine eigenen Löhne und überhaupt keine Reparaturkosten. Hier weisen wir immer das Saldo aus und vereinfacht gesagt, im Schnitt ist es so, dass die Betriebe, die Zuckerrübenernte extern vergeben haben und auch das Silomais häckseln, der Rest wird eigentlich in Eigenregie gemacht und Beispiel im AK1, deswegen ist da plus 20 Euro, da ist es so, dass dass mehr Lohnarbeit für Dritte gemacht wird, wo man Geld mit verdient, als dass man selber Kosten hat für Lohnarbeit. Ja, Abschreibung hatte ich bereits genannt, im Schnitt um die 130 Euro in Deutschland und um die 80 Euro in Rumänien und in Tschechien sowie 110 Euro im Baltikum. Die Unterhaltung fast über alle Standorte um die 80 Euro. Da gibt es durchaus Unterschiede, das sind ja immer die Durchschnittszahlen. Die besten Betriebe liegen bei nur 50 Euro pro Hektar. Treib- und Schmierstoffe haben wir auch keine großen Unterschiede. Da ist die Agrardieselerstattung, die wir in Deutschland zumindest haben, ja gegengerechnet, also saldiert, liegen wir knapp unter 80 Euro. Auch hier gerade Tendenz stark steigend. Ja, sodass wir dann am Ende bei Arbeitsmindestkosten von um die 500 Euro in großen AK1-Betrieben mit 2000 Hektar mit ungefähr 565 Euro im AK2, weil die halt tendenziell ein bisschen mehr Minutenböden haben, da ist ein bisschen mehr Maschinentechnik vorgehalten, da sind die Betriebe ein bisschen teurer. In Niedersachsen tendenziell aufgrund der Größe auch teurer, knapp unter 600 Euro. Tschechien um die 450, Rumänien 420 und baltische Staaten 400 Euro. Das ist jetzt ganz pauschal und Sie müssen wirklich individuell für Ihren eigenen Betrieb nochmal rechnen, ob Sie da auch hinkommen oder ob es bei Ihnen eventuell ganz anders ist. Es ist also immer schwierig, jetzt so ganz pauschale Aussagen zu treffen. Ein Grundsatz, und der gilt wiederum überall, seien Sie hart zur Sache, aber weich zu den Menschen. Was will ich damit sagen? Rechnen Sie kühl nach, wie teuer sind Sie in dem einzelnen Verfahren, was kostet bei Ihnen der einzelne Arbeitsgang, aber seien Sie vermeintlich großzügig zu den Menschen, nehmen Sie die mit, zahlen Sie gute Löhne, haben Sie ein gutes Team, guten Zusammenhalt, damit Sie, damit es vorangeht. Ich habe ein paar Zielgrößen mitgebracht für konventionellen Ackerbau. Als erstes aus dem Bereich der Technik. Und jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich im Nachgang sagen, passt doch nie. Ich könnte weitere Folien zeigen, doch es passt, das schaffen unsere Betriebe, die wir beraten. Und zwar sind das folgende. Nur 0,75 PS pro Hektar. Also ein 1000 Hektar Betrieb darf insgesamt 57 PS haben, Summe aller Schlepper inklusive Mähdrescher. Die Anschaffungskosten sollten unter 1500 Euro sein. Das ist aktuell sehr, sehr schwierig. Wir wissen alle, das bunte Blech kostet immer mehr und mehr und hat aktuell sogar extreme Lieferzeiten. Die Auslastung der Schlepper sollte über 1000 Stunden sein pro Jahr und wenn möglich weniger als 2,5 Stunden Schlepperstunden pro Hektar, weil man halt große, schlagkräftige Arbeitsgeräte hat. Weitere Zielgrößen im Zusammenhang mit dem Personal. Eine Norm AK, das sind bei uns effektiv 2000 Stunden abzüglich Krankheit und Urlaub, irgendwo effektiv dann letztlich 1750 Stunden wirklich Anwesenheitsstunden. Und dann sollte diese Arbeitskraft rechnerisch 250 Hektar schaffen. Inklusive der Verwaltung, Sekretärin etc. pp. Maximal sollte das Verhältnis zwischen den bezahlten Stunden und den Schlepperstunden 2:1 sein. Da wird der eine oder andere jetzt sagen, ist doch locker zu schaffen. Nee, rechnen Sie mal ganz kritisch nach. Wir haben einige Betriebe dabei, die müssen am Ende 3 Stunden bezahlen, für eine Stunde wirklich Trecker fahren. Und das ist im Umkehrschluss auch der Grund, warum es hochwirtschaftlich ist, Saisonarbeitskräfte einzusetzen. Sei es nun Erntehelfer oder ähnliche als Spitzenbrecher, weil ich da wirklich effektiv auf 90% effektiven Einsatz komme. Ja, und auch ein bisschen zum Schmunzeln, maximal Verhältnis zwischen Schleppern in der Emmentales und Arbeitskräften auf dem Hof 1:1. Warum brauche ich 10 Schlepper, wenn ich eh nur 6 Leute habe, die ihn fahren können gleichzeitig? Ja, meine acht Grundsätze bei der Arbeitserledigung fange ich im Folgenden einmal an. Erstens, möglichst leistungsfähige Maschinen einsetzen. Kapital ersetzt Personal, ist nach wie vor zu erkennen. Wir wollen Skaleneffekte nutzen. Durch Flächenwachstum oder sei es absolut über Flächen, die man anpachtet, sei es über Kooperation oder Lohnbewirtschaftung. Das sollte das Ziel sein. Gleichzeitig aber immer wieder kritisch rechnen, lohnt es sich wirklich, jede Maschine selber anzuschaffen? Wenn ich irgendwo keine Auslastung habe, zum Beispiel beim Maishäcksler, weil ich nur 100 Hektar habe, dann kaufe ich mir den nicht, sondern beauftrage einen Lohnunternehmer. Beim Zuckerrüben genauso. Kann aber auch bei der Ernte sein. Also jedes Mal kritisch überlegen, kann ich die Maschine wirklich auslasten, dann kaufe ich sie, ansonsten frage ich, wer es günstig machen kann.
maximale Maschinenlaufzeit pro Jahr anstreben. Im besten Fall 5.000 Stunden in 4 Jahren, eventuell auch mit einer Garantieverlängerung und sogar mit einem Wartungsvertrag. Dann habe ich keine bösen Überraschungen, sondern weiß eigentlich schon im Vorfeld genau, wie teuer kommen mich die einzelnen Stunden in den nächsten 5 Jahren. Schicht- und Nachtarbeit könnte, hatte ich bereits gesagt, durch Erntehelfer gebrochen werden, sodass man die Auslastung erhöht. Ich bin absoluter Freund von einer einfachen Mechanisierungsstrategie. Standard- und nicht Spezialtechnik kaufen. Keine ungeprüfte Technik kaufen. Austauschbarkeit der Maschinen beachten. Nicht zu viele Fabrikate. Fahren tun sie im Regel alle oder gar nicht. Kann man jetzt auch sehen, wie man will. Entscheidend ist die Qualität der Werkstatt, die dahinter steht, in der Nachbarschaft. Und tendenziell wenige Großschlepper für alle Arbeiten. Es ist auch wirtschaftlich gesehen nicht total bescheuert, wenn man mit einem 3 PS-Schlepper am Ende einen Düngersteuer zieht, wenn ich dafür im Gegenzug einen Pflegeschlepper einspare, der im Jahr eh nur 100 Stunden gelaufen ist. Fünftens, Mitarbeiter fördern und an die Betriebe binden. Das heißt Schulung und Weiterbildung, betriebliche Ziele klar formulieren, man braucht ein gutes, schlagkräftiges Team und man sollte möglichst gut auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen. Die älteren Mitarbeiter haben andere Bedürfnisse im Leben als die jüngeren. Die Millennials oder Generation Y, oder wie sie heißt, die gehen da ganz anders ran. Da ist der letzte Euro gar nicht so entscheidend, sondern die wollen geregelten Freizeit auch haben. Und da muss man jeden Mitarbeiter individuell ansprechen. Unproduktive Arbeitszeit senken. Das heißt, Arbeitszeitkonten einführen, kein Erscheinen bei schlechtem Wetter oder über Winter, Erntehelfer als Spitzenbrecher und. Sie sollten versuchen, die Fahrt- und Transportwege zu optimieren. Das kann bedeuten, dass Sie für Schläge, die weiter weg sind, bewusst dort ab Feld verkaufen und gar nicht die Tonnagen erst nach Hause fahren ins Lager. Das kann generell bedeuten, dass Sie hinterfragen, lohnt es sich nicht besser, auf Lkw-Flotte umzustellen, die ganzen Transportarbeiten anstelle von Schleppergespannen. Und letztlich Reduzierung der Overhead-Kosten. Die meisten Betriebe haben die Reserven bei der normalen Belegschaft überall eingespart. Da kann man fast nichts mehr rationalisieren. Im Gegenteil, da steigen jetzt die Lohnkosten bewusst und auch gut. Aber in der eigenen Verwaltung, beim Betriebsleiter, bei den Sekretären, Pachtverwaltung etc. pp., dort kann ich noch einsparen. Und gerade da sind ja die Stundenlöhne viel, viel höher. Also der Effekt für jede Stunde, die ich in der Verwaltung, in der eigenen Verwaltung einspare, ist ja doppelt so viel wert, als wenn ich beim Schlepperfahrer noch eine Stunde einspare. Genau. So, wenn der eigene Betrieb nun zu klein ist, um diese 8 Grundsätze zu erreichen, was sollte man dann machen? Ganz offen, das ist kein Dogma oder kein No-Go, über eine Kooperation nachdenken. Gerade für kleinere westdeutsche Betriebe ist das die Zukunft meines Erachtens. Und entscheidend sind dabei die Menschen und nicht die Faktorausstattung der Kooperationspartner. In erster Linie müssen die Menschen zueinander passen, das Vertrauen muss da sein und die absolute Größe und die Kapitalausstattung, die ist dann im zweiten Gang erst zu klären. Kleiner Exkurs, welche Arten der überbetrieblichen Zusammenarbeit gibt es? Fangen wir mal an. Das Einfachste wäre eine wechselseitige Nachbarschaftshilfe. Der eine drillt, der andere pflügt. Dann Bewirtschaftungsverträge bei anderen Betrieben. Dass einer komplett aufhört, vielleicht sich auf die Tierhaltung konzentriert und der andere macht dafür dann komplett den Ackerbau. Es könnten Bruchteilsgemeinschaften sein bei Einzelmaschinen. Es könnte eine gemeinsame Agrardienstleistungsgesellschaft sein. Das ist im Übrigen der Weg, für den wir uns mit meinem elterlichen Betrieb entschieden haben. Da sind wir 4 Ackerbaubetriebe. Wir stellen alle noch einen eigenen Agrarantrag, müssen eine eigene Fruchtfolge einhalten, aber haben ein gemeinsames Lohnunternehmen, was für quasi wie on top oben als Dach fungiert und alle Arbeiten in Vollbewirtschaftung für die Einzelbetriebe ausführt. Der letzte, das ist dann die Königsdisziplin, ist eine Vollkooperation, wirklich alles in einem Pott und hat, deswegen habe ich das mal im Folgenden dargestellt, das größte Einsparungspotenzial, eine derartige Vollkooperation. Aber, auch das gehört zur Wahrheit dazu, die Selbstständigkeit wird von oben nach unten immer weiter abnehmen. In einer Vollkooperation heißt es nicht mehr ich, sondern wir. Da werden Entscheidungen gemeinsam getroffen. Ja, kommen wir nun zum letzten Punkt, allgemeinen Strukturwandel. Dritte Kernaussage, nicht jeder Betrieb kann und sollte weitermachen. Hört sich brachial an, ist aber am Ende die Realität. Strukturwandel ist was Normales und sollte durchaus auch als Chance betrachtet werden. Was will ich damit sagen? Oder Frage als Eingang dazu, ist denn die Ackerfläche nun der knappste Faktor? Na klar. Nur deswegen werden ja teilweise bis zu 1.500 Euro Pacht geboten. Wohlgemerkt Pacht, nicht irgendwie Kapitaldienst für einen Flächenkauf. Und wer hat daran Schuld? Wer macht eigentlich die Preise? Macht es die Politik? Nein. Aus meiner Sicht nicht, sondern letztlich wir Landwirte selber. Wir werden ja nicht gezwungen, die hohen Pachtpreise zu bieten, aber es rechnet halt jeder anders. Und insofern haben wir
halt so hohe Pachtpreise. Ja, wieder Bezug zu den verschiedenen Betriebs- oder Arbeitskreisen, die wir nun beraten. Wie hoch sind die Flächenkosten in den einzelnen Arbeitskreisen? Die liegen um die 400 Euro beim AK1 und AK2. In Westdeutschland bei um die 500 Euro. In Tschechien 190, Rumänien 200 und in den belgischen Staaten nur 150. So, was kann ich nun machen, um letztlich meine Pachtflächen zu halten? Tja, an erster Stelle hört sich das vielleicht widersprüchlich an, aber hohe Pachten zahlen, relativ hohe Pachten zahlen und Verträge regelmäßig verlängern. Gerade jüngere Leute, jüngere Verpächter sind vielleicht sogar offen für variable Pachten, das heißt in guten Jahren, wenn der Weizen so wie jetzt wirklich mal 280 Euro kostet, dann gibt es eine Bonuszahlung und in schlechten Jahren dafür weniger. Also dass man versucht, die Verpächter selber mit ins, als Unternehmer mit einzubinden, ist schwierig. Die meisten entscheiden sich dann doch eher für ein Fixpreismodell, ist so meine Erfahrung, aber jüngere Verpächter sind da durchaus für zu haben. Generell eine intensive Verpächterpflege. Das können nun Hoffeste sein, das können auch mal Hand- und Spanndienste sein, das kann auch einfach mal sich 5 Minuten Zeit nehmen und mit dem Verpächter am Ackerrand sprechen. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden, aber versuchen Sie den Kontakt zu den Verpächtern zu halten und vor allem auch zur nächsten Generation, ganz wichtig. Weil die haben in der Regel weniger Bezug zur Scholle, die wissen gar nicht mehr, wo die eigentlichen Flächen liegen. Vermeidung von rechtlichen Mängeln in Verträgen ist eine wichtige Sache. Und Nachbarschaftsvereinbarung zum Flächenmarkt. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt hier gerichtlich noch verklagt werde, weil das ja dann irgendwie Wettbewerbsklausel betrifft. Aber ja, offenes Gespräch mit den Nachbarn führen und nicht anfangen, ihm 1 Hektar wegzupachten. Am Ende kommt der Bumerang schneller zurück, als man denkt. Dann entsteht ein Battle über die Verpächter. Und das führt nur zu einer Sache, dass die Pachtpreise allgemein steigen. Die Verpächter freuen sich, aber unterm Strich bleibt für die aktiven Betriebe weniger bei über. Ja, und letztlich die angebotenen Flächen kaufen. Denn sonst kauft sie jemand anderes. Meine Erfahrung ist, wenn ein Verpächter verkaufen möchte, den können Sie einmal vertrösten, vielleicht nochmal 1-2 Jahre schieben, aber dann will er verkaufen und wenn Sie es dann nicht kaufen, dann kauft es wer anders. Heißt aber gleichzeitig immer Kapitalfähigkeit echt im Auge behalten. Und dabei bitte eine Sache berücksichtigen, sind viele Zahlen, ich will aber nur zur Kernaussage kommen. Flächen können nicht abgeschrieben werden steuerlich. Das heißt, die Tilgung aus dem Flächenkauf erfolgt immer aus versteuertem Geld. Also neben dem ganz normalen Zinsen und der Tilgung muss ich auch noch gedanklich einen Liquiditätsabfluss für die Steuer berücksichtigen. Das heißt am Ende, jetzt hier mal ausgerechnet, wenn Sie eine Fläche, ich bin jetzt in der mittleren Spalte, für 30.000 Euro kaufen, über 30 Jahre finanzieren, 1,5% Zinsen bezahlen, dann sind wir bei 1.250 Euro Kapitaldienst für die Fläche, weitere 800 Euro Liquiditätsabfluss für Steuern. Wenn ich den Grenzsteuersatz von 45% unterstelle als Privatperson, dann habe ich am Ende einen Liquiditätsabfluss von 2.000 Euro pro Jahr über die nächsten 30 Jahre. Das machen Sie sich bitte bewusst. Ja, Fazit zum Strukturwandel. Bei reinen Ackerbaubetrieben wird sich der Strukturwandel durch die aktuellen hohen Preise verlangsamen, aber auch hier wird er nicht aufgehalten werden. Wir sehen über die Jahre, das ist jetzt mal ein Chart, blau dargestellt ist die Grundrente, also was blieb pro Hektar übrig. Da hatten wir Spitzenjahre von 1.100 Euro im Jahr 12-13 und grün dargestellt sind die tatsächlichen Flächenkosten. Die Differenz dazwischen ist das Ergebnis, das sogenannte Unternehmerergebnis, was als Marge für den Ackerbauern quasi übrig bleibt. Und wir sehen in den letzten 8 Jahren absolut rückläufige Grundrenten. Und wenn ich jetzt sogar nochmal die Inflation mit berücksichtigen würde, also den Kaufkraftverlust über die ganze Zeit, dann war es sogar so, dass die Grundrenten gefallen sind. Aktuell haben wir wieder den Gegenpost und die Gegenbewegung, 28 Euro, teilweise an der Börse 30 Euro für einen Weizen. Wir werden jetzt wieder manche Betriebe haben, die werden bombastische Ergebnisse schreiben, weil die vielleicht alles richtig gemacht haben. Die haben ihren Dünger komplett vorgekauft für die nächste Ernte und haben beim Weizen noch gar nichts gemacht. Aber leider Gottes habe ich auch ein paar Betriebe, die haben es genau andersrum gemacht. Da geht die Schere nämlich in die andere Richtung. Die haben überhaupt keinen Dünger vorgekauft und haben in der Ernte, weil sie knapp waren mit Liquidität, für 17 Euro den Weizen verkauft. Also Wohl und Wehe liegt da ganz weit auseinander in diesem Jahr. Insofern bin ich mal gespannt, wie die Zahlen am Ende dann aussehen. Ja, Zahlen, noch mehr Zahlen. Wie waren denn jetzt die Grundrenten in den einzelnen Arbeitskreisen? Um die 300 Euro in den AK1 und AK2, 600 Euro im AK4 und in Tschechien, Rumänien und den baltischen Staaten etwas weniger. Da waren es um die 360 Euro in Tschechien, 350 im Baltikum und in Rumänien nur 175 Euro. Die haben also da sogar ein negatives Unternehmerergebnis geschrieben, weil sie mehr Pachten zahlen, als sie am Ende auf der Fläche verdient haben. Genau. So, zweitens, in der Tierhaltung ist der Strukturwandel noch viel, viel schneller. Man kann fast sagen, alle 10 Jahre halbiert sich die Anzahl der Tierhalter.
Und ich glaube, momentan im Sauenbereich ist es sogar noch mehr. Wir kriegen aktuell 20 Euro für einen Ferkel, selbst die besten Bauern 45 Euro. Die verbrennen gerade richtig, richtig viel Eigenkapital. In großen Betrieben fehlen oftmals geeignete Nachfolger. Ich sage immer so ein bisschen salopp, nach 30 Jahren nach der Wende kommt jetzt gerade die nächste Wende. Die Betriebsleiter, die kurz nach der Wende angefangen haben, sind jetzt auch kurz vom Renteneintrittsalter, wollen aufhören und finden oftmals keine Nachfolger. Und wenn es selber Inhaber waren, die keinen Nachfolger haben, aber gleichzeitig Mitgesellschafter nicht sich trauen, sich zu verschulden und einen fairen Wert quasi für die Anteile des Partners zu bezahlen, dann kommt es dazu, was wir wiederum oftmals mitbekommen, dass solche eigentlich stabilen Betriebe in Gänze verkauft werden. Ja, neben der Fläche werden vor allem gute Mitarbeiter knapp. Das liegt daran, dass das Lohnniveau in der Landwirtschaft viel zu gering ist, zumindest im Vergleich zu anderen Bereichen, sei es im Handwerk, gar nicht mal Automobilindustrie, auch allgemeine Handwerksbetriebe zahlen in der Regel viel mehr. Und das muss wiederum dazu führen, dass die Arbeitseffizienz weiter steigt, um die verbleibenden Mitarbeiter viel, viel besser bezahlen zu können. Dabei ist mir eins nochmal ganz wichtig klarzustellen: Größe allein ist nicht alles. Wachstum kann auch bedeuten, etwas besser, qualitativ hochwertiger zu produzieren und somit die Wertschöpfung pro Hektar zu erhöhen. Das ist vor allem die Chance für kleinere Betriebe. Und auch die neue Ampelkoalition hat sich ja für die Erhaltung der Familienbetriebe ausgesprochen. Ich bin mal gespannt, wie, mit welchen Maßnahmen die versuchen werden, das Ziel zu erreichen. Vorteil einer Nische mit einer hohen Wertschöpfung, kleines Rechenbeispiel. Wenn ich mal als Ziel setze, ich möchte 80.000 Euro Gewinn oder Einkommen haben, dann brauche ich welchen Umsatz für den Gesamtbetrieb? Bei 5% Gewinnrate brauche ich 1,6 Millionen Euro. Habe ich hingegen eine Nische, irgendeine Spezialität und ich schaffe es, von jedem Euro 25 Cent Gewinn übrig zu behalten, dann bräuchte ich, um die 80.000 zu erreichen, nur 320.000 Euro Umsatz. Und jetzt kann man das Ganze nochmal mit Hektaren untermauern oder ausmultiplizieren. Wenn ich 1.000 Euro pro Hektar Umsatz habe, ja, dann kommen große Summen raus, dann bräuchte ich 1.600 Hektar. Habe ich hingegen aber vielleicht sogar Sonderkulturen, dann habe ich viel, viel höhere Umsätze, da gehe ich dann 10.000, 15.000 Euro Umsatz ran. Dann brauche ich vielleicht im besten Fall nur einen 50 Hektar Betrieb mit Direktvermarktung. Die meisten Betriebe, wenn es gut rationalisierte Ackerbaubetriebe sind, dann haben die in der Regel Gewinnraten von 20%. So, was sollten alle Betriebe, egal wo sie nun letztlich wirtschaften, berücksichtigen? Erstens, das ist jetzt mein Fazit, ein regelmäßiges Controlling, Fokus, wo liegen die Stärken, wo sind aber auch die Schwächen, das jedes Jahr aufs Neue analysieren und das unter Vollkosten, damit man wirklich weiß, wie hoch war jetzt meine Entlohnung der Eigentumsfläche, der eigenen Arbeitskraft und des gebundenen Kapitals. Zweitens, das Ertragspotenzial des Standorts voll ausschöpfen. Machen Sie einen Deckungsbeitragsvergleich, schauen Sie nach, welche Früchte, welche Kulturen passen zu Ihrem Standort, wie können Sie die Wertschöpfung pro Hektar erhöhen und kein Wachstum in der Fläche um jeden Preis. Fangen Sie nicht an, irgendwelche Kampfpreise zu bieten. Die Märkte werden weiterhin volatil bleiben, sehen wir jetzt schon 10% Preisverfall an der Börse in 3 Tagen beim Weizen. Das heißt, die Risiken, insbesondere für schwache Betriebe, die sind gestiegen. Und die Medaille hat immer 2 Seiten. Die Wachstumschancen für kapitalstarke Betriebe werden noch größer. Die alten Grundsätze, die gelten aus meiner Sicht weiterhin. Erstens, Kostenführerschaft muss Standardfrüchten das oberste Ziel bleiben. Die höheren Produktpreise, wie aktuell, führen zu Konkurrenz um Fläche. Es wird garantiert wieder ein paar Landwirte geben, die anders rechnen und doch mal wieder 100 Euro mehrfach bieten. Und eine hohe Arbeitseffizienz, die schafft Wettbewerbsvorteile. Wenn auch manchmal nur von kurzer Dauer, aber zumindest anfangs höhere Stückgewinne. Ja, die Betriebsnachfolge, die sollte frühzeitig geklärt werden. Der Strukturwandel kann man nicht aufhalten. Ich hatte das gesagt, sehen Sie es auch durchaus als Chance. Entwickeln Sie Ihren Betrieb, richten Sie ihn darauf aus. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, machen Sie es frühzeitig. Eine individuelle Lösung, die benötigt oftmals 2 Jahre Vorlauf. Und dann komme ich in der Tat jetzt zu meinem Fazit. Möchte noch einmal prägnant meine 3 Kernaussagen wiederholen. Erstens, Ertrag schlägt Kosten. Zweitens, Kostenführerschaft muss das oberste Ziel bleiben. Und drittens, nicht jeder Betrieb kann und sollte weitermachen. Vielen Dank. Und jetzt können wir gerne noch ein bisschen diskutieren. Ja, Herr Brinkmann, erstmal vielen Dank für den sehr detaillierten Vortrag. Ich denke, die Aussagekraft oder die Aussagen an sich sind sehr, sehr gut ausgearbeitet worden. Das war so unser Gefühl hinten in der Regie. Wir haben in der Tat ein paar Fragen bekommen. Das ist auch immer ein gutes Zeichen. Freut mich. Genau, die würde ich jetzt an der Stelle einfach in die Diskussion einbauen wollen. Ja. Wir haben eine Verständnisfrage bekommen und zwar bei der Folie mit den 0,75 PS pro Hektar
Und da hat einer unserer Zuschauer gefragt, ob das realistisch ist, das inklusive Mähdrescher zu sehen anhand eines 1000 Hektar Betriebs. Weil da wären wir irgendwo bei 750 PS. Wenn ich da den Mähdrescher, die Leistung abziehe, dann bleibt natürlich am Ende nicht mehr viel übrig. Und vielleicht, wenn Sie dazu nochmal Stellung beziehen könnten. Genau, zu der Aussage. Kann ich gerne machen. Die Aussage zählt für den 2000 Hektar Betrieb, da ist es realistisch möglich. Da haben wir auch viele Beispiele, die das hinkriegen. Noch extremer wäre es ja bei einem 100 Hektar Betrieb, 75 PS, ja, da hat schon der erste Stepper mehr. Das ist immer die Gefahr mit solchen pauschalen Botschaften. Also für einen 1000 Hektar Betrieb, kurz klare Aussage, trifft es nicht zu. Da orientiere ich mich eher an 1%, 1 PS, 1,25 PS pro Hektar. Ich will einfach nur dafür sensibilisieren, kritisch zu sein, nicht zu viele Maschinen vorhalten und vor allem nicht. Ja, ich habe viele Betriebe, die 5, 6, 7 Schlepper immer noch die nicht verkaufen und am Ende machen die nur noch 50 Stunden im Jahr. Mhm. Und das ist dann viel zu teuer. Auch die brauchen einen Ölwechsel, auch die brauchen eine Versicherung, auch die, da wird dann doch mal was kaputt gefahren, brauchen immer einen neuen Blinker, wenn es um Bagatellsachen sind. Aber wenn man das mal kritisch umrechnet, da bin ich auf einmal bei dem Schlepper, der nur noch 100 Stunden macht, bei 50, 60, 70 Euro pro Stunde an Kosten. Und das lohnt sich einfach nicht. Das ist meine Aussage dabei. Okay. Sehen Sie bei den PS pro Hektar auch ein Wachstum über die letzten Jahre? Weil gefühlt ist es ja so, wenn wir in die Betriebe gehen, der Schlepper, der ersetzt wird, in dem Regelfall durch zumindest eine Nummer größer, manchmal zwei oder drei Nummern größer ersetzt. Sieht man das auch in Ihren Auswertungen? Ja, dass eindeutig. Auch unsere Betriebe sind quasi nur Menschen. Ich kenne fast keinen, der einen 200 PS Schlepper verkauft und einen 200 PS Schlepper wieder kauft mit weniger Ausstattung. Gibt's nicht. Okay. Meistens wird es dann doch größer. Ja, okay. Genau. Gut. Zweites Thema war Mitarbeiter. Sie haben an zwei Stellen die Mitarbeiter ja rausgenommen, zu sagen, Mensch, das ist ein Kernthema in den Betrieben, um weiterzukommen. Ich habe so verstanden, natürlich faire Bezahlung und auch eine steigende Bezahlung wird es da brauchen, um gute Leute zu halten. Was haben Sie für einen Eindruck, was sind denn noch Maßnahmen von Betrieben, um auch junge Mitarbeiter erstmal anzulocken und diese dann auch längerfristig im Betrieb zu halten? Was erleben Sie da auf den Betrieben? Also was ich von unseren Betrieben mitbekomme, ist, dass gerade die jüngeren Mitarbeiter noch mehr Wert darauf legen, flexible, abwechslungsreiche Arbeiten zu haben. Mhm. Und ein Arbeitgeber, der Verständnis hat für die Situation, in der sie sich gerade befinden, heißt im besten Fall gerade junge Familie gegründet, die möchten halt auch Zeit, auch in der Ernte, auch im Sommer, wenn alle anderen Freunde in der Industrie arbeiten, am Baggersee grillen, dann wollen die halt auch in der Ernte mal ein Wochenende frei haben. Mhm. Dass man versucht, wirklich auch diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und in jüngster Zeit hat mir ein Mandant mal gesagt, dass sie ganz klar die Botschaft sagen, die Mitarbeiter sollen total loyal für den Betrieb sein und trotzdem klare Aussage, Family first. Mhm. An erster Stelle soll erstmal die Familie, vom Mitarbeiter zählen. Wenn da die Kinder krank sind, dann geht man mit den Kindern auch zum Arzt, dass man wirklich auch da sensibel für ist, diese klare Botschaft da rüberbringen. Und natürlich braucht man dann aber auch das Feedback oder die Loyalität vom Mitarbeiter selber. Der muss natürlich ein Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, jetzt ist gerade Ernte, ja, muss ich jetzt wirklich frei nehmen, weil wegen der Kleinigkeit irgendwie in der Familie oder hat man nicht Verständnis dafür, dass es jetzt gerade wirklich mal 3 Wochen richtig knallen muss und dass man dann weitermacht. Also dieses Miteinander, viel reden und die Leute abholen da, wo sie stehen, was für Bedürfnisse sie haben. Mitarbeitergespräche, Ziele formulieren, auch den eigenen Betrieb. Was ist eigentlich das Betrieb? Hat der Betrieb überhaupt eine Message oder wonach er arbeitet quasi? Das mal gemeinsam mit den Betrieben, mit den Mitarbeitern herausarbeiten, ist auch eine ganz interessante Sache. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Haben Sie das Gefühl, dass wir in Deutschland das schaffen oder in der EU das schaffen, auch die Leute auf den Betrieb zu bekommen, die in Zukunft mit der Technik und auch mit den, ich sag mal, auch fortschreitenden Digitalisierung tatsächlich zurechtkommen oder auch da die Mehrwerte rausholen können? Also doch, denke schon. Mal aus meinem eigenen Betrieb erzählt, den langjährigen Mitarbeiter, der super schlossern kann, dem jetzt immer noch die letzte Technik zu vermitteln oder wohl noch was einsparen kann, mit der Brille auf 7:30, dass er da mit dem Ding Daumen da irgendwo noch was trifft, klappt nicht immer, muss man auch sagen. Ich kenne aber wiederum andere Beispiele, da ist der älteste Mitarbeiter derjenige, der am besten damit umgehen kann. Also es gibt alles, tendenziell wahrscheinlich die älteren Mitarbeiter ein bisschen mehr auf Kriegsfuß mit der neuen Technik, bei jüngeren Kollegen oder jüngeren Mitarbeitern überhaupt kein Problem. Die lernen das. Das ist kein Problem. Und die haben auch Bock da drauf, muss man sagen. Genau. Also die ist auch eine Möglichkeit, die Mitarbeiter zu motivieren. Einen schönen neuen Maschinenpark, dass man auch bei der Maschinen
Wahl, jetzt nicht unbedingt das Fabrikat, aber zumindest mal bei der Schlepperausstattung, dass man die dann noch mitentscheiden lässt. Mhm. Und am Ende darf es nicht darauf ankommen, ob nun der Schleppersitz 2.000, 3.000, 4.000 Euro mehr oder weniger kostet. Am Ende ist das der Arbeitsplatz für den Mitarbeiter, das ist quasi sein Wohnzimmer, in dem er 1.000 Stunden im Jahr verbringt. Mhm. Genau. Da muss er sich wohlfühlen, da muss perfekt ausgestattet sein. Ja, darauf halt auch achten. Mhm. Auch eine Möglichkeit der Mitarbeitermotivation. Genau, also das heißt, einfach die Bindung über viele Themen schaffen, auch mit reinschauen lassen bei Entscheidungen, gerade jetzt, wenn es um Technik geht, die dann letztendlich der direkte Arbeitsplatz wird, die Leute einfach frühzeitig auch mit einbinden. Genau, immer weiter fortbilden die Leute, dass sie wirklich wissen, warum müssen sie was machen, dass sie wirklich mitdenken. Mhm. Das ist das Entscheidende. Ich will doch Mitarbeiter haben, die wirklich selber Initiative zeigen. Es muss auch eine gute Fehlerkultur im Betrieb geben. Fehler sind nicht schlimm. Entscheidend ist, dass man aus den Fehlern lernt und sie nicht wiederholt. Ja. Und dass man vielleicht sogar auch ein Bonussystem einführt für Verbesserungsvorschläge. Mhm. Weil oftmals selbst, also ich werde oftmals eher als Theoretiker verschrien, aber selbst die Betriebsleiter, auch die sind ja nicht so nah an der Praxis wie möglich ein normaler Traktorist. Ja. Lass die doch Vorschläge bringen und dann werden die auch finanziell auch entlohnt oder mit Freizeittagen oder Ähnlichem. Mhm. Okay. Wechseln wir mal den Bereich ein bisschen. Sie können sich vorstellen, wir haben ein paar Fragen zum Thema Düngereinkauf bekommen. Ich glaube, das wird bei Ihnen momentan sicher auch des Öfteren aufschlagen. Ja. Wenn wir heute darüber nachdenken müssen, Dünger jetzt zu kaufen oder abwarten, oder wo denken Sie persönlich, geht da die Reise hin? Jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es gefährlich. Ich habe mir selber bei meiner Düngerstrategie so ein bisschen die Finger verbrannt, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Auch da war immer so die Phrase, teuer kaufen kann ich immer noch. Mhm. Das habe ich bei 150% vom Kastpreis gesagt, das habe ich bei 200% noch gesagt. Und bei gefühlt 300% Aufschlag habe ich gekauft. Also, ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Es hängt alles irgendwo am Gaspreis. Auch die Strompreise sind deswegen ja gestiegen. Ich unterstelle böse, dass die Düngerindustrie wahrscheinlich auch selber ein Geschäft draus gemacht haben, um die Einkaufskontrakte weiterzuverkaufen und selber sich gar nicht die Arbeit gemacht haben, Dünger zu produzieren. Also was will ich sagen? Das Entscheidende ist für mich am Ende die Verfügbarkeit. Mhm. Es war jetzt so, dass man Preise nur noch bekommen hat, aber gar keine Liefergarantie mehr. Und am Ende will ich meine Kulturen im Frühjahr nicht verhungern lassen. Mhm. Deswegen, es ging ja auch viel darum, wo spare ich denn am ehesten? Also ich sag mal, gerade auch wenn ich Organik zum Beispiel, wenn ich Zugriff auf Organik habe, dann könnte ich versuchen, irgendwo vielleicht eine Zuckerrübe tatsächlich nur mineralisch zu düngen, weil die nur auch mal mit 60 Kilo zur Not auskommt. Ja. Und auch mein Silomais eventuell mineralisch dünge, teuer mit Harnstoff, aber dass ich dafür dann die Gärreste, auf die ich vielleicht Zugriff habe, in meine Getreidekulturen fahre. Mhm. Genauso könnte ich, wenn als ehestes einen Weizen nicht im Frühjahr verhungern lassen, da muss ich streuen, auch wenn es teuer ist, aber vielleicht die Spätgabe da einkürzen, weil die ist in der Regel relativ ineffizient. Mhm. Es ist ein super spannendes Thema. Ich habe noch einen Chart dabei gehabt, den habe ich aber aus Zeitgründen gestrichen. Die Düngerpreise, wir hatten ja schon mal so einen Peak, dann sind sie wieder runtergefallen, aber jetzt sind wir tatsächlich bei plus 300%. Also das passt gar nicht mehr auf die Grafik, so einen Steinausschlag haben wir da. Ja. Es wird irgendwann wieder runtergehen, bin ich mir auch sicher. Ja, und ich würde Teilmengen kaufen, hilft ja nichts. Am Ende brauchen wir Dünger für die Kulturen. Genau. Ich denke, das haben wir auch die letzten zwei Tage immer wieder rausgearbeitet. Am Ende ist es so, die Startgabe muss sitzen. Ja. Da können wir nur bedingt was machen. Hinten raus würde ich es auch so einschätzen, würde ja erstmal mir den Witterungsverlauf anschauen. Ja. Nur wenn ich das Fundament am Anfang nicht ins Feld bekomme, dann ist letztendlich... Und tendenziell, damit die Liquidität zumindest hinhaut, wenn ich jetzt teuren Dünger verkaufe, versuchen wir auch teuren Weizen zu verkaufen. Genau. Dass man da das Gegengeschäft macht. Genau, die Chance besteht ja aktuell zumindest noch. Ja, genau. Mhm. Okay. Und auch jetzt aktuell vielleicht Kassapreise von, ich sag mal, 28 Euro wird man jetzt noch kriegen. Ja, es sind halt nicht mehr die 30 Euro. Das ist immer die Gefahr bei diesen absoluten Grenzen. Jeder hat die 30 im Blick gehabt, ich selber auch, das ist auch wieder ehrlich. Jetzt sind sie wieder unter 30. Am Ende, wenn ich nichts gemacht habe, verkaufe ich halt für 28 Euro. Ist auch ein Bombengeschäft. Na, absolut. Ja. Ich glaube, das muss man sich ja immer wieder vor Augen führen. Geht mir persönlich auch so. Natürlich versucht man immer ganz oben an der Spitze mit dabei zu sein. Aber es wird halt nicht geläutet, ne, wenn die Spitze erreicht ist. Genau, das ist das Problem. Ja. Genau. Thema Lager. Wie schätzen Sie aktuell ein? Gibt es Werte, wo Sie sagen, okay, in dem Jahr, wenn ich das geschickt gemacht habe, wie hoch eine Lagerrente sein kann auf einen Hektar gesehen? So sagen, wenn ich das geschickt gemacht habe mit Dünger einlagern, Getreide einlagern oder auch nicht einlagern, sofort verkaufen? Also in diesem Jahr ist es ja so, ich könnte das Lager in einem Jahr bezahlt haben, so extrem ist es ja. Mhm. Ich sag mal, wir bauen momentan Lager für 200 Euro die Tonne.
Na gut, da hätte ich halt zwei solche extreme Jahre gebraucht. Mhm. Aber da eine durchschnittliche Lagerrendite auszurechnen, ist schwierig. Wenn ich solche Preisverwerfungen habe, in der Ernte 18 Euro, jetzt im Peak bei 180 Euro die Tonne und dann jetzt bei 300 Euro die Tonne, sind 120 Euro Marge. Ja, da habe ich mehr als die Hälfte der Herstellungskosten, der kompletten Herstellungskosten in einem Jahr verdient gehabt. Mhm. Also gigantisch, das wären dann hunderte Prozent von Renditen. Aber man muss ja irgendwo den Schnitt der Jahre betrachten. Und auch da mal so eine Kernaussage, ein Getreidelager zu bauen, rechnet sich nie, lohnt sich aber immer. Okay. Also am Ende, ich habe jetzt einmal dann Betongold finanziert, mhm, und habe dann aber meine Lagerkosten so gesehen fix über die nächsten Jahre, weil die laufenden Kosten von einem Getreidelager relativ gering sind. Ja. So, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir tendenziell stark inflationäre Bedingungen in den nächsten Jahren behalten. Und dann, wer heute dann gebaut hat, der hat heute zwar teuer gebaut, aber es hat sich am Ende hin dann doch gelohnt. Wenn es gut gebaut ist, kann ich das Lager 30 Jahre nutzen oder länger. Ja. Und habe eben die Möglichkeit, auch bei Marktschwankungen mich einmal über eine Phase drüber zu retten. Genau. Ja. Das Entscheidende ist die Liquidität. Ja. Also es gibt leider auch Beispiele, die haben ein Lager, aber nicht die Liquidität. Die müssen dann trotzdem früh verkaufen. Mhm. Ja. Liquidität, Cash is King. Das ist so, um beweglich zu bleiben. Ja, ja, genau. Jetzt haben wir uns, oder Sie sich, die EU angeschaut mit ausgewählten Ländern, mit Baltikum, mit Tschechien, mit Rumänien. Jetzt wenn wir mal den Blick ein bisschen globaler machen, aus Ihrer Sicht die Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Landwirtschaft zu anderen Regionen, nehmen wir zum Beispiel Südamerika, wie würden Sie das einschätzen aus Ihrer Sicht? Absolut positiv. Okay. Und auch der Klimawandel, den ich gar nicht in Frage stelle, den merken die Landwirte ja absolut, der spielt uns, wenn man ehrlich ist, für Mitteldeutschland, Mitteleuropa eher in die Karten. Mhm. Also da haben wir, glaube ich, eine sehr gute Position. In der weltweiten Betrachtung hätte ich keine Bange. Mhm. Und ich glaube, wir haben einen riesen Vorteil in Europa noch, wir produzieren verbrauchernah, weil das kommt oft auch noch dazu, wenn wir dann Transportentfernungen und anteilig, zukunftssicher nur anteilig CO2 uns anschauen müssen für den Transportweg. Absolut, absolut. Ja. Ja. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Wenn Sie heute in einen Betrieb investieren könnten, müssten, sollten, in welches Land würden Sie gehen? Wer die Chart verfolgt hat, die baltischen Staaten, die fände ich sehr interessant. Okay. Wenn ich jetzt mal außerhalb von Deutschland schaue. Und innerhalb von Deutschland sind wir selber, oder Schwiegervater, in Thüringen investiert, also im Realteilungsgebiet. Auch da lässt es sich sehr gut wirtschaften, mhm, weil ich eben nicht die großen Blöcke habe, die ein Verpächter hat, also keinen 40-Hektar-Verpächter, sondern immer, da hat der durchschnittliche Verpächter nur einen Hektar. Das macht viel Arbeit in der Pachtverwaltung. Man hat schnell mehr als 1000 Verpächter, bringt aber eine unglaubliche Ruhe rein, mhm, im Pachtmarkt, ja, weil es sich für den Nachbarn eben nicht lohnt, wegen einem Hektar, den er mir abwerben will, hier einen Kleinkrieg über den Zaun zu brechen. Ja, ja. Insofern, ich bin ein Freund von kleinen, strukturierten Realteilungsgebieten innerhalb von Deutschland und ansonsten außerhalb von Deutschland die baltischen Staaten. Fände ich sehr interessant. Okay. Also aufgrund der Kostenstrukturen wahrscheinlich auch der klimatischen Bedingungen und Absatzwege. Und wahrscheinlich auch noch rechtliche Sicherheit. Das, glaube ich, würde ja mit einspielen, oder? Genau, genau. Ja, Herr Brinkmann, wir sind mit unserer Zeit soweit durch. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Ich glaube, wir hätten durchaus noch mal eine halbe Stunde anfügen können. Ja, ich bin zwischendurch schon ganz schön ins Poltern gekommen. Ich hoffe, man konnte mir überhaupt noch folgen. Aber im Nachgang stehen die Folien ja zur Verfügung. Genau. Und wer möchte, kann mich auch gerne mal kontaktieren. Genau. Das Angebot steht an euch, an unsere Zuschauer. Ich denke auch, an die ein oder andere Stelle kann man sich in Ruhe nochmal anschauen, das Zahlenwerk nochmal anschauen. Dafür sind die Beiträge oder der Beitrag hier im Nachgang auch verfügbar. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen für den Besuch bei uns hier in Schwandorf und bei euch fürs Zuschauen und freue mich dann auf den nächsten Beitrag hier bei Horst Live. Dankeschön. Vielen Dank.